Ninja Gi, Ninja Ga, Ninja Go, Nummer 48, April 2019. Hier haben wir sie, so sieht sie aus, sehr grimmiges Heft, mit jeder Menge Kram drauf. Zwei Poster drin, das ist Zane Cole, ich bin gerade etwas raus bei den Namen, sorry, der Eis-Ninja mit Waffe. Und hier einmal eine komplette Group-Shot der Haupt-Ninjago-Ninjas aus Sabu. Dann haben wir im Heft natürlich Werbungsspiele Rätsel Comic. Wir haben eine limitierte Sammelkarte, die Mega Power, die einem hier das Auge aussticht mit ihrer Klinge und ansonsten nach einer ganz netten Karte aussieht. Das ist das schon. Hier haben wir auch noch mehr Karten. Hier haben wir noch ein Päckchen Ninjago Trading Card Game Karten, Drachenjäger, also die aktuelle Serie. Wieder sind es fünf, es sind fünf Karten drin. Flupp, weg mit der Verpackung. Wir haben, okay, diesen sehr lilanen Typen. Noch viel mehr Typen, die auch sehr viel lila haben. Der hier, der sich einen Sonnenhut aufgesetzt hat, damit in sein fehlendes Auge nicht zu viel Licht kommt. Das tut nämlich weh. Dieser Typ, der sehr sauer ist, das liegt daran, dass seine Schwerter aus rotem Plastik sind und das halt sehr billig aussieht. Und nochmal unser Poster hier als Karte. Und ja, es war Zane. Gut zu wissen. So, Karten besprochen. Und dann haben wir natürlich eine Minifigur dabei. Den Eisenbaron von den Drachenjägern. Und den mache ich jetzt. Ja, den kann ich auch so auch machen. Der ist nicht mehr verklebt. Der ist auch sehr stark verklebt. So. So, jetzt bleibt wahrscheinlich beim Ausschütten wieder alles oben in der Klebelasche kleben. Und irgendwas ist hier noch drin. Irgendwas kleben geblieben? Ja, der Zylinder. So, die scheint leer zu sein. Ich lege die mal so beiseite, falls doch mal was fehlen sollte. Und da haben wir schon unseren Inhalt. Relativ übersichtlich, weil es hier nur eine Minifigur ist. Flupp. Und ja, erstmal so weit, bevor ich noch was verdecke. Hier sehen wir schon mal einen Drachenjägerkörper. Wieder sehr schön mit den Gurten. Mit den kaputten Klamotten, Gürtel und so weiter. Dazu passend die Rückseite. Und die Beine, diesmal kein Standardteil, sondern hier hat er so eine Prothese als rechtes Bein. Und ansonsten in Schwarz das Ganze gehalten. Dann haben wir hier dabei diesen Schulterpanzer. Na, hier ist vorne. Oder? Ja, da ist vorne. So, hier mit dem Mundschutz, wie gesagt, die Schulterpanzer und hinten noch dieses, ja, da kann eine Klinge oder ein Schwert mithalten und er hat ein Gesicht. Erstaunlicherweise, er hat ein Gesicht, hat ja nicht jeder heutzutage. Ein grimmiges Gesicht, ein grünes und ein rotes Auge, drei Narben drüber, hat ein Rückgesicht, nein, er hat nur ein Gesicht. Der ist immer grimmig und ihm fehlen schon mal zwei Zähne. Die hat man wohl im Kampf gegen die Ninjas ausgeschlagen. Oder gegen die Monster, wer weiß. Aber ich habe inzwischen beschlossen, dass die Monsterjäger die wahren Helden sind und die Ninjas die Bösewichte. Warum? Das erzähle ich euch morgen. Denn das morgige Lego Friends Heft enthält einige Dinge, Wahrheiten, die dort zu erkennen sind, die niemand geahnt hat. Gerade bei Ninjago. Ihr seht also, es lohnt sich allen Heften zu folgen. Nur dann bekommt man das volle Bild der Lego-Welt. Okay, er hat eine fesche Kopfbedeckung, er hat einen Zylinder. Der alleine ist schon mal klasse. Zylinder, super. Also das ist der Eisenbaron. Und er hat noch eine Waffe, eine sehr einfache Waffe aus zwei Teilen. Diesen komischen Plastikklotz und eine orange Greifklaue, die da reinkommt. Hat keine weitere Funktion, die Waffe, sondern ist einfach nur da, kann er halten. Zum Beispiel in der linken Hand, weil er da auch den Schutz hat. Also gehe ich davon aus, dass er Linkshänder ist. So.
Und da haben wir den Eisenbaron mit seiner Greifklaue, der hier hinten auch noch Platz für ein Schwert hat und in heroischer Weise gegen die bösen Ninja kämpft. Wie gesagt, ich erzähle morgen, wieso ich davon überzeugt bin, dass die Ninja die Bösen sind. Bleibt schon jetzt nur noch die Vorschau aufs nächste Mal. Ihr hört schon, dass ich blätter. Und wir haben jemanden, mit dem der Baron kämpfen kann. Wir haben Shabalabalam Bam 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 Lloyd. Mit einer... Oh, okay, die Waffe sieht gut aus in der Vorschau. Ist absolut bekloppt großes Schwert. Sehr gut. Dann bis zum 16. April. Hier geht es Lego-Heft-mäßig weiter. Morgen mit Lego Friends. Und ansonsten am 30. März mit Lego Star Wars.